Herzlich willkommen an Bord von Grünhansa. Unsere heutige Pilotin hat so ein Ding noch nie geflogen und bittet Sie herzlich, sehen Sie es als Angebot. Ja, ich war noch nie in Regierungsverantwortung, aber das ist auch mein Angebot. Angenommen, das Angebot wird angenommen. Dann haben wir mit Baerbock endlich eine Politikerin neuen Stils. Also vorbei die Zeit, da Moderatorinnen und Moderatoren schimpfen mussten. Haben Sie die Frage aber nicht beantwortet, Frau Baerbock? Jetzt haben Sie meine Frage wie ein alter Profi umgangen. Bei herkömmlichen Politikern mit Regierungserfahrung waren wir das ja nun mal leider gewohnt. So, scheiß auf die Frage, schieb dir meinen vorbereiteten Textbaustein notfalls auch rektal rein. Wir haben gemeinsam in den letzten 3 Jahren diese Partei in eine neue Zeit gebracht. Wir haben diese Partei gemeinsam in den letzten Jahren geführt, sie geöffnet für die Breite der Gesellschaft, eine einladende Politik formuliert, unsere Partei erneuert, eine Politik für die Breite der Gesellschaft gemacht, einladen. Ja, sorry, Frau Baerbock, zu der Antwort müssen wir schnell eine Frage ausdenken. Vielleicht könnten Sie so lange schon mal auf 3 Sendern simultan bekannt geben, dass Sie es geworden sind und nicht Habeck. Nein, gut, das liegt am Grundgesetz. Eine Kanzlerkandidatin aufzustellen, und ich kann laut unserem Grundgesetz nur eine Person machen. Da musste eine vorantreten. Gelernt ist gelernt. Annalena Baerbock war früher mal bei der Hannoverschen Allgemeinen, beim NDR und bei der dpa. Mein hehres Ziel wäre Kriegsberichterstatterin gewesen, aber das habe ich ja offensichtlich nicht erreicht. Statt Reporterin in Krisengebieten ist sie also jetzt ein Krisengebiet für Reporter. Und eine wehmütige, romantische Erinnerung für Markus Söder. Der hatte sich schon ein tolles gemeinsames Wahlplakat ausgedacht. Tja. Im ersten Aufschlag haben Deutschlands führende Phrasenmäher Baerbock also schon mal so richtig kennengelernt. Die Fragen lagen ja an dem Tag auf dem Tisch. Und um fair zu sein, ebenso gut könnte man sie dafür kritisieren, wenn sie jetzt jedes Mal irgendwas anderes geantwortet hätte. Zum Beispiel, warum ich Weltchromosomen? Die Grünen haben von Friedenspolitik bis Gentechnik den Windkanal noch lange nicht voll. Die machen sich passend und geschmeidig. Und urgrüne Tugenden, öffentliche Fraktionssitzungen, Transparenz bis hin zum Mobbing, kann man sich heute eher bei der Union abholen. Es hat ja auch nicht viel gefehlt und die wären mit einer Doppelspitze angetreten. Faszinierend, ne? Früher wurde die Union geschmäht und ausgeschimpft für Hinterzimmerpolitik. Heute für offenen Schacher. Die Grünen wurden früher gefeiert für ihr offenes Geschacher und heute für Hinterzimmer. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Und das exklusiv bei Facebook. Unser jüngster Beitrag über Karl Lauterbachs Warnung vor Triage mangels Intensivpflegebetten löste einen Zuckerberg der Begeisterung aus und erreichte 500.000 User. Ihm zugrunde lagen Recherchen von Korrektiv, Zahlen des Robert-Koch-Instituts, der Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin und Auskünfte des Bundesgesundheitsministeriums auf unsere Anfragen. Ja, vermutlich hätten wir da besser Bussi-Bär, Attila Hildmann und das Gedärm einer toten Krähe befragt. Jedenfalls ist der Beitrag futsch, die Löschung der ganzen Seite angedroht. Leider kann man ja nur Facebook nicht körperlich eine reinhauen, Stichwort Fressebreiheit. Doch immerhin ihr. Und wir haben jetzt gemeinsam eine prickelnde Gänsehaut, als unterdrückte Minderheit zu kassibern, solange YouTube noch. Aber es geht ja auch immer wieder die Sonne auf. Haben wir eigentlich Recht auf Polizeischutz?